Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu, ja, Age of Wonders hier mit den Jobhobbits. Das ist auf jeden Fall eine größere Mission hier, das ist auf jeden Fall schon mal klar, wenn man bedenkt, dass man die alle auseinandernehmen muss, ne? Aber wir sind auf einem guten Wege. Ich behaupte, es wird nicht mehr ewig dauern und wir werden dieses Elend endlich hinter uns gebracht haben. Der steht hier ein bisschen komisch rum. Also, wir attackieren jetzt den Verein hier. Ach, jetzt muss ich sogar noch belagern. Naja, der Außenposten ist besser verteidigt als die Stadt daneben. Wir können jetzt mehrere Belagerungsmissionen machen. Ich nehme hier noch die Hunde mit rein und ich werde die Mauern untergraben. So, das ist sehr, sehr schick. Das ist sehr, sehr nützlich. Und ihr werdet hier immer noch warten. Auf jeden Fall kommen wir gut voran. Das Wichtigste ist halt, wenn wir halt nicht die ganze Zeit irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Schlachten selber schlagen müssen. Das sorgt immer dafür, dass es immer unnötig lange dauert. Will ich denn noch ein Arbeiterlager machen? Why not? So, wie geht's euch jetzt hier eigentlich? Ihr seid hier wieder voll am Start. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt auch hier gnadenlos zu. Ja, also das ist ja mal nichts, was hier rumläuft. Dass wir überhaupt Schaden genommen haben. Also wir haben 500 Wissen nochmal bekommen. Nice, nice, nice. Ich würde am allerliebsten hier nochmal ein bisschen einen Wald hinsetzen, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. So, wir haben wieder eine weitere Reichsentwicklung. Theoretisch könnten wir nun... Okay, das ist für uns total irrelevant. Erhalte sofort 2000 Gold. Ist für uns jetzt auch nicht wirklich das Relevanteste. Ich möchte jetzt anfangen, auf Wasser segeln zu können. Gründung des Unternehmens von Städten dauert weniger. Das braucht man alles nicht, ne? Straßenbau. Wir sind nicht die Typen, die Straßen bauen. Definitiv nicht. So, wir haben den da gefangen genommen. Jemand, der ganz, ganz dringend hier wieder den Scharfrichter kennenlernen will. So, Entschuldigung. Ja, wir sind halt gnadenlos. Was soll man denn da machen? Okay, hier werden wir jetzt wieder mit einem Ausfall konfrontiert. Mal gucken, wie schlimm der jetzt hier läuft. Wo bringen die eigentlich die Truppen her die ganze Zeit? Ganz im Ernst, ich akzeptiere diesen Käse jetzt einfach. Ich akzeptiere das. Also ich hätte es jetzt berechnen können, aber ich möchte halt auch einfach mal ein bisschen vorankommen, ne? So, was haben wir denn da noch bekommen? Echos aus der Leere. Als Zaubererkönig hast du die Astrallehre erblickt und die Erinnerungen daran suchen dich heim. Jetzt... Selbst jetzt spürst du, wie dein Geist dorthin zurückgezogen wird. Die einsamen Jahrhunderte, in denen du durch das endlose Weiten der Leere gestrichen bist, verfolgen dich. Dort haben monströse Stimmen aus deiner Vergangenheit deine tiefsten Überzeugungen verzerrt und entstellt. Du hast Visionen einer dunklen Zukunft erblickt, die von Verlust und Wahnsinn geprägt war. Mehr als einmal hast du gespürt, wie deine Seele sich in die endlose Leere auflöste. In der Dunkelheit hattest du nur eine Sache, nur ein Fragment deiner alten Identität, an dem du dich festhalten konntest. Welche Erinnerungen hast du dich davor bewahrt, den Verstand zu verlieren? Ich habe Reiche gegründet? Nein. Ich kann Wissen bekommen, ich habe verbotenes Wissen gemeistert. Das ist total sinnlos. Dann haben wir das halt gemacht. Okay, es gibt nicht mehr viel, was wir machen können. Dämonenportal. Einsatzort für Einheiten. Heilige Weide. Herz der Natur. Also ich mache jetzt erstmal die Heilige Weide hier oben hin. Und dann würde ich das Dämonenportal noch starten. Einfach als vorgelagerten Ort, wo ich meine Truppen... starten lasse. Das ist dann da. Das kann ich sogar jetzt schon beschleunigen, das eine. Wurzel des Chaos. Die Frage ist halt, ob ich dadurch jetzt hier tatsächlich einen... Kann ich einen Magiesieg erringen? Ich glaube nicht, oder?
Doch, Magiesieg wäre theoretisch sogar möglich, wie ich gerade eben realisiere. Also warum sollte ich das nicht versuchen? Saat der Natur. Hierhin. Saat des Chaos. Hierhin. Saat des Materiums. Dahin. Herz der Natur. Dahin. Und Wurzel des Chaos. Boah, keine Ahnung, da hinten. Dann haben wir einfach nichts mehr zu tun hier. So, sie hat wieder ein Level up. Jetzt ist sie schon Level 13. Inspirierender Anführer, das macht die Einheiten günstiger. Ja, macht wahrscheinlich am meisten Sinn, das zu tun. Oder, dass sie noch mehr Crit bekommen. Ah, nee, die Einheiten sollen noch mehr Crit bekommen. Ich möchte, dass sie noch mehr critten. Haben sich mehrere in die Leere zurückgezogen. Ach, guck mal, wen wir da haben. Reinus Prinzip. Tschüss. Wir haben die Naturgewalt. Das können wir jetzt auch noch direkt casten. Goldene Horde. Eine vollständige Armee von einer in der Stufe 1. Weiß ich jetzt nicht. Das ist aber das Beste, was ich hier gerade eben zur Verfügung habe, wenn wir mal ehrlich sind. Also, wir machen jetzt diesen Zauber mit Naturgewalt. Dann sind die jetzt hier wenigstens ein bisschen kritischer. Kann ich das hier nehmen? Ja! Oh, ist das gut. Seltenheitswert, ich sag's euch. Wir haben leider dadurch jetzt halt noch mal ein paar Einheiten verloren. Das ärgert mich. Aber wir beschwören einfach sie neu hoch. Und es müsste denen so langsam aber sicher mal die Kampfkraft hier ausgehen. Also es ist schon krass, wie viel der Blauling da drüben da mit seinen Schlümpfen aufgebaut hat. Bin ich schon beeindruckt. Tja, hat trotzdem zwei Einheiten gekostet. Dann buddeln wir mal weiter. So, jetzt fällt diese Siedlung. Mal gucken, wie viele Leute bei uns fallen. Ja, den kann ich beschwören. So, egal was ich mache, ihn beschwören oder zu erobern kostet gleich. Ihn übernehmen oder zerstören kostet gleich. Also werde ich ihn einfach übernehmen und so lange dann hier kurz mal ausharren und regenerieren. Wir müssen jetzt sowieso wieder Truppen in unsere Armee reinholen. Ich glaube, es wird an der Zeit, wenn ich die Möglichkeit bekomme. Ich hoffe, dass ich demnächst dann doch nochmal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab bis jetzt noch nicht so, wirklich so tief ins Spiel reinspielen können. Dass ich jetzt wüsste, wie die Sache weitergeht. Ob ich jetzt noch ein Balor beschwören kann oder nicht. Hier ist nochmal einiges an Gegnern. Wir locken sie mal an und gucken mal, was passiert. Ja, hier wird der Außenposten gebaut. Wir haben jetzt hier Astraltau bekommen. Hier überspringen wir jetzt Truppen. Und gucken mal, wohin uns die Reise jetzt hier führt. Die haben so viel hier. Ich ahne, dass es eine Schlacht wird, die wir spielen müssen. Gott, was die alles ranführen. Und die haben vor allem auch wirklich viel.
Aber wir sind stärker. Mal gucken, wie schlimm es wird. Berechen, 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 berechen. Kann ich ziemlich mit leben. Wir ziehen uns nochmal zurück in unser eigenes Gelände. Sie haben jetzt gerade eben ganz schön Federn gelassen, ne? Nicht vergessen. Dann beschwören wir noch so einen Rankendiener herauf. Na, ja, vielmehr genau 5. Schade. So, wir haben die goldene Horde. Buch des Zorns der Natur. Ich glaube, man kann wirklich nur ein Stufe 5 Buch haben, ne? Übertragung, gehörnter Gott. Ja, der gehörnte Gott ist schon ziemlich gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt das hier holen. Terraforming-Zauber. Instinkte, Schadenszauber, Beschwörungszauber. Ja, alleine wegen dem gehörnten Gott finde ich das gut. Dann habe ich nämlich nochmal eine weitere Stufe 4 Einheit, die sogar Fernkampf kann. Und der ist wirklich zaff, ich sag's euch. Haben wir ja schon erlebt, den Typen. Waldhüter, nee, wir haben ja nicht wirklich genügend Wälder. Ja, dann wird's Zeit, dass ich sie persönlich hier verbessere. Sie bekommt jetzt... Die hat schon ziemlich gute Verteidigungswerte. Blutrausch vielleicht? Ja, ich gebe Blutrausch, auch wenn sie wahrscheinlich nicht viele Einheiten töten wird. Das ist die Kampfaxt mit 14 Schaden. Gibt nicht viel was... Oh, doch, Kolossbeinschienen kann ich dir jetzt auch noch geben. Das hat die 9. Meine Fresse. Die ist ja besser als unsere Ursula, wenn das so weitergeht. Das sollte verboten sein. Besser zu sein als Ursula. So, du reißt das hier ab. Ja, wir müssen jetzt irgendwie Dominus halt noch platt kriegen, ne? Aber wir müssen trotzdem noch ein oder zwei Runden jetzt hier regenerieren. Und hier unsere Verluste wieder auffüllen. Ist halt der Fluch, wenn man halt nicht alles selber spielt, ne? Und einfach mal ein bisschen Zeit beschleunigen möchte. Ach Gott, da hat es nochmal so eine größere Truppe. Aber ich glaube, dieses Mal werde ich das nicht überleben hier gegen die... Ja, wobei doch. Sogar ohne Probleme. Sehr schön. Ritual der Eilfertigkeit. Ja, dann regenerieren die schneller. Was nimmst denn du hier noch von Gelände? Ja, das hier auf jeden Fall. Geil. Oh, geil. Konnte ich ihn einfach hier... Dass hier dieser Zipfel da noch rüber geht, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das hat mir gefallen. Unser Einkommen ist wieder völlig am Eskalieren. Ach, da oben ist ja auch noch eine weitere Stadt. Bin mittendrin statt nur dabei, wie so oft. Ritual der Eilfertigkeit. Na, ich will, dass sie schnell regenerieren hier. Und noch eine Einheit. Und noch eine Einheit. Also die sind jetzt hier wieder voll fit und am Start. Jetzt geht es darum, ihnen zu zeigen, was wir von ihnen halten. Leider nicht alle hochgeheilt, aber hoffentlich geheilt genug. Zack.
Was finden wir da unten noch alles? Jetzt ist der Ogerleiter down. Pullen wir mal beides auf. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Also, wir haben hier noch ein Arbeiterlager zu bauen. Der hier hat hier schon mal was geplättet. Was kannst du denn noch für uns jetzt hier aufdecken? Ich würde einfach mal scouten, ne? Gucken, was der da so findet. Oder damit schon mal ein bisschen Kohle machen. Was macht meine Hauptstadt? Sich freuen. Also, wir bauen jetzt das Dämonenportal zu Ende. Die Wurzel der Natur muss dann auch noch errichtet werden. Wo mache ich denn das hin? Hier noch in diese Mine, würde ich sagen. Ich arbeite jetzt halt an allen erdenklichen Siegesformen, ne? Kenne ich jetzt nix. Ich glaube, dass ich erstmal da oben diese Stadt platt machen sollte. Damit die mir nicht blöd in den Rücken fällt. Mhm. Du bist dein. Du da. Du da. Und du kannst es einfach auf die da drauf klatschen. Warum hat der so viel Damage genommen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Den schicke ich schon mal da hinten hin. Dann lenkt der schon mal Truppen ab. Und klärt für mich auch schon mal so ein paar Kleinigkeiten auf. Teleporter. Provinzverbesserung mit der Einheit kannst du... Oh! Ho. Ich sehe großartiges Potenzial. Großartiges Potenzial. Ich habe das bis jetzt noch nicht so wirklich gemacht mit diesen Teleportern. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, ist mir egal, ne? Hauptsache ich holze hier weg. Ich bekomme ja auch immer wieder nochmal Truppen kostenlos nachgeliefert. Hauptsache wir klatschen Units. Ich weiß nicht mal, zu wem die gehören. Das sind, glaube ich, irgendwelche Plündererwachen. Das sind Plündererarmeen. Okay, wir holen hier auch nochmal einen umrankten Wächter hier rein. Ach, kann ich nicht. Na, dann halt nicht. Hier hat es wieder einen Zauberblocker. Wo ist der? Wo ist der Zauberblocker? Ich sehe ihn leider noch nicht. Wenn ihr ihn seht, ich sehe ihn nicht. Meutenlage, der wird wahrscheinlich irgendwo da hinten sein. Wäre ganz hilfreich, wenn ich ihn kaputt machen könnte. Hier ist noch die Saat des Chaos. Das dauert länger, diese Provinzverwässerung zu plündern. Okay, die plündert sich aber auch irgendwie von alleine. Da muss ich nicht mal aktiv was tun. Muss ich nur einmal geklickt haben, wie mir scheint. Da liegt auch nochmal was Leckeres rum. Hier versuchen sie wieder ihr Glück. Also mehr als eine Einheit möchte ich hier nicht verlieren. Wir haben gar keine verloren, das ist schön. Die haben aber immer noch so viel, wobei sie haben sich auch krass zurückgezogen, ne? Mehr als eine Einheit akzeptiere ich nicht. War cool. Ja, dann haben wir ja überhaupt gar kein Problem hier. Ergebt euch, bitte.
Dein Freund, Stammesfürst Jord Würger, was ich habe einen Freund, von Grottheim kommt auf dich zu. Dein Feind, Entschuldigung, nicht Freund. Die nur mühsam aufrechterhaltende Fassade des Stolzes kann die offensichtliche Verzweiflung nicht verbergen. Ursula Blutfuhr, sie befinden uns im Krieg. Der Ausgang ist ungewiss. Für euch, mächtige Plünderherrin, wäre das nur eine weitere Kerbe in eurem kriegerischen... im Kriegestisch. Für mich aber würde es weit mehr bedeuten. Ehrlich gesagt fürchte ich, dass meine Untertanen bereits das Vertrauen in mich als Stammesführer verlieren. In unserer Kultur hätte das tödliche Konsequenzen. Von einem Oberhaupt zum anderen. Gebt auf, ich bitte euch. Hä? Was? Das ist doch wohl die... Also, wie needy und verzweifelt kann man sein? Er hat einfach nicht gerafft, was hier los ist. Ihr seid erbärmlich und ganz Grottheim wird es erfahren? Ja, also ganz im Ernst. Ich dachte, ich kämpfe hier gegen ehrenvolle Gegner und nicht gegen Memmen, die jetzt hier rumweinen. Kriegshunde und die Unterstützung sabotieren. So. Also jetzt sind wir fast schon so enttäuscht, dass man fast schon sagen müsste, es lohnt sich schon gar nicht mehr anzugreifen, aber wir werden es natürlich trotzdem tun. Meine Fresse. Okay, das hier wurde schon sich näher angeschaut. Wir einfach herkommen quasi so, hey, von einem Feind zum anderen, so. Wie kommen sie darauf? Also ich verstehe das nicht. Wie kann man darauf kommen, zu seinem Feind zu kommen, wegen der Aussage, so, ihm ist offensichtlich nicht klar, dass wir einen Vernichtungsfeldzug gegen ihn führen, oder? Zielprovinz wird zerstört, wird zu Wald. Massenverjüngung. Belebt alle toten, verblühten Tiere und Pflanzen. Nee, das lassen wir mal gerade eben noch. Dass irgendwie einen Invasionsstreit macht, aber das muss mich nicht interessieren. Wer ist denn das schon wieder? Hey, cool. Boah, das sind ja mal coole Dinge, aber hat man eine niedrige Geschwindigkeit im Kampf. Die haben richtig Panzerung, aber ich kann das nicht jemandem geben, der... Also, naja, ihr wisst schon. Teleporter, Außenposten. Ich liefere jetzt einfach hier Truppen. Ne, also hochwertigeres Volk. Ne, du machst jetzt hier diesen Steinbruch hier alle. Können wir das... Hier sind nochmal Sechse. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Und sie müssen es. So, da sind jetzt die meisten ihrer Einheiten weg. Sie hat dadurch jetzt hier wieder ein Level Up, hat jetzt Level 10. Sie hat bisher jetzt hier schon diese Wiederherstellung, heilige Vergeltung, Dämonenschritt. Ja, ich gebe den Dämonenschritt. Der ist ziemlich nett für Nahkämpfer. Waldhüter, Rächer der Natur, Tierpfleger, Ansporn zum Handeln, dämonische Hymne. Nee. Dann gebe ich jetzt Giftwaffen noch oben drauf. So, was findet ihr denn jetzt hier noch Schönes? Hier nichts mehr. Also ihr könnt nächste Runde das hier angreifen. Hier bespringen wir nochmal. Ja gut, das war irgendwie zu erwarten, aber mir war auch eher ziemlich egal. So, mal ehrlich, er war mir ziemlich egal. Wie weit kannst du gehen? Ach nee, das ist ja gar nicht meiner. Ups. Du gehst jetzt hier hin. Dann kann ich nächste Runde die Truppen hier durch die Gegend tauschen. Nee, ich lasse dich nicht gehen.
So weit kommt's noch. Wir lassen hier niemanden entkommen. Das hier ist Metzelhausen und wir verhalten uns auch so. Machen wir noch eine Steinmauer rein. Da können wir vielleicht später auch noch Truppen transportieren. Teleporter ist eine schöne Sache. Ihr geht hier wieder zurück. Oh, ist ätzend. Die können nicht alle regenerieren jetzt hier. Ich werde jetzt mal einen... oder ne... Hä? Ist das nicht... Ach, den kann ich im Kampf beschwören, oder? Ist das eine Einheit, die ich im Kampf beschwören kann? Nehme ich mal an. Vermute ich. Ja, das ist mir egal. Nee, was mir nicht egal ist, ist, wie schnell hier die Sachen gebaut werden. Was? Ach, ich kann nur eines davon bauen. Ah, okay, ich habe hier gerade was gelernt. Ich habe hier gerade was gelernt. Chaosverschlinger kann ich jetzt hier noch machen, wie ihr seht. Ich mache jetzt mal eine Druide des Zirkels, so. 4. Ja, produziert mal diese Einheiten. Also ich kann in meiner Stadt jetzt wirklich gar nichts mehr bauen. Seitdem ich jetzt die Saat der Natur gebaut habe. Gut, dann... Das wusste ich auch noch nicht, dass man pro Stadt noch eine hat. Also de facto ist für uns also ein Sieg über Magie gar nicht möglich. Wir können nur einen Vernichtungssieg einfahren. Na, dann bleiben wir einfach dran. Also ihr geht hier nochmal ganz schnell da rein. Ein, zwei Runden hier kurz mal chillen. Also das Beschwören von Einheiten ist halt einfach Sonder-OP, ne? Also gut. Hier haben wir... Wer hat hier die verloren? Was, die leben alle? Also du gehst jetzt hier erstmal raus, dann gehst du jetzt hier mal da rein. Dann haben wir noch einen Stufe 2er, der da rausgeht. Und dafür nochmal einen Stufe 3er, der da reingeht. Ansonsten sieht diese Armee ziemlich, ziemlich brauchbar aus. Ja, sieht ziemlich brauchbar aus. Dann ziehe ich mal zurück zu unserer eigenen zu unserem eigenen Lager. Hier kann ich nichts mehr tun. Hier sind noch Befehle erforderlich. Ja, ihr sollt jetzt einfach mal eine Runde hier... chillen, ne? Ich weiß, es fällt euch schwer. Aber ihr macht das jetzt einfach mal. Hier ist nochmal eine Plage. Vielleicht kriege ich die sogar noch weggeholzt. Diese Mine kann ich auch noch niederreißen. Also was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? Eigentlich nur noch mehr Armeen aufbauen, ne? Damit sie jetzt auch nochmal eine vollständige Dreierarmee bekommt, dann kann ich mit noch mehr zuschlagen. Hä? What the heck, warum kämpft das hier nicht mit? Verstehe ich nicht. Also ich meine, wir haben trotzdem gewonnen. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht mitgekämpft haben. Ich muss hoffentlich nicht immer verstehen, was passiert. So. Ein Phasenumhang. Und ein Klingenrücken. Hey! Wie sie sich freuen, ey.
So, wir haben jetzt ein Schweinderl. Ja, ich habe so einen Druiden. Darf ich den mal angucken? Danke. Wow. Wow. Heilt, falls sie lebt, 50 Trefferpunkte. Was? Also nur bei lebendigen Einheiten. Wird, falls sie tot ist, mit 70% ihrer Trefferpunkte wiederbelebt. Oh. Oh. Zerstörerischer Wiederwuchs. Übertragung hat eine Basischance von 90% des Kampfes zu ein zufälliges Tier der Stufe 1 verwandelt zu werden. Bewirkt bei Widerstand stattdessen betäubt. Einfach einen Gegner in Tiere verwandeln. Why not? So, wie lange braucht das hier noch? Noch zwei Turns. Hier habe ich nochmal eine Einheit einfach so geschenkt bekommen. Ich will nach wie vor gucken. Hier sieht es immer noch so aus, als ob ich das ohne Probleme schaffe. Dann gehen wir jetzt hier vor. Das ignorieren wir nach wie vor. Der hier hat einfach jetzt alles geschleift. Hier können wir nachher noch runtergehen. Und damit sind wir wieder fertig für diese Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.